Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ja, in der letzten Folge ein bisschen durch die Gegend gesprungen und viele Dinge gesehen. Ha, hier ist so ein hässlicher Gegner an so einem Baum. Ich bin nicht so begeistert, dort weiterzumachen. Deswegen geht's mal noch ein bisschen woanders umgucken. Ich werde noch mal ins Haus Vulkan schauen. Warum sage ich immer Vulkan? Ich weiß nicht. Das Haus Vulkan, das klingt irgendwie richtiger als Haus Vulkan. Ganz seltsam. Did you read the letter left for you? Oh, den Finish the Brief. task the Volcano Manor desires you enact. You will be compensated once the deed is done. Good luck. If you are loath to hunt your own kin, so be it. But you must leave this house at once. This is a war against the Erdtree. We have no Okay. place for the meek, nor the luxury of keeping clean hands. The letter describes the task the Volcano Manor desires you enact. You will be compensated once the Okay. deed is done. Den Brief habe ich gar nicht gelesen. Stimmt. Moment mal. Der Brief ist ja noch da. Ah, ist wann? Ja gut. Dann gehen wir doch mal dieser Aufgabe nach. Den Ivan habe ich zwar schon mal erledigt, aber ja, vielleicht ist er wieder da. Vielleicht ist er ja wieder da. Mit meiner neuen Keule. Falsche Richtung, ich muss nach Norden. Ivan. Hier irgendwo war er. Hallo? Ah, guck mal. Eindringen. Ja, dann schauen wir mal. Ach, guck mal, jetzt bin ich der Rote. Hehehehe. Wow. No. Na gut. Dann nochmal. Da bin ich mit dem anderen Schwert, glaube ich, besser dran. Habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass ich hier mit dem anderen Schwert etwas besser dran bin. Aber ich will ja auch mit der Waffe lernen. Also, komm.
Na bitte, geht doch. Sprungangriff ist schon auch eine krasse Nummer, ey. Runenbogen und Krummfingermedizin, okay. Sprungangriff ist schon auch krass, ne? Ah, Schuppenhelm, Schuppenrüstung, Schuppenstulpen, Schuppenbeinschutz. Ja, ist schwer. Ist schwer. Na gut. So. Meine Guteste. Ivan ist tot. You've completed your task. Ja. I am pleased. Now you are a recusant true and a full-fledged member of the Volcano Manor. This is your reward, as promised. Danke, hoffentlich was Ordentliches. Magmaschuss. Hm. Never forget that the recusant fights to tread the path of the champion. The way is tainted, but for this very reason, it is the true path to valor. Hm. Okay, na gut. Dann schaue ich mal, wo mich die andere Gnade hintreibt. Ja, hier lang. Hier ist irgendwo ein Baum links, links vor mir. Oh, hier sind zwei von euch. Hi. Oh, drei. Hallöchen. Grüßt euch. Na? Ja, ich bin dann mal weg, ne? Ah, dich würde ich gerne loswerden. Wäre schon cool. Uff. Du hast mein Pferdchen gekillt. Uff, der macht dicken Schaden. Der macht richtig dicken Schaden. Eieiei. Ich war nicht schlecht dran auf dem Pferd.
Boah. Ein Treffer hielt mich fast komplett. Boah, Leute, nee, ne? Uff. Ich fühle es halt auch nicht zu Fuß, aber ich probiere es jetzt mal zu Fuß. Ja, der Sprungangriff dauert auch ein bisschen. Das war mir bis gerade eben noch nicht so aufgefallen, aber jetzt gerade eben ist es mir sehr aufgefallen. Ich denke, ich starte zu Pferde und werde dann probieren, ob ich ihn... Nee. Boah. Ah, was ist denn hier los? Bald ist die Map voll mit Markierungen und mache ich später Bosse, ja. Probier's mal mit dem Schwert aus. Mal gucken, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Habe ich von dem... Nee, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ah, da muss ich später ausweichen. Aber ich mache viel mehr Stagger mit dem Schwert. Viel mehr. Ich glaube, ich brauche das gar nicht mit Magie verstärken. Wenn ich 2 Hits brauche für einen Stagger mit dem Schwert, ey, dann... Dann ist das 1000-mal besser. Ach fuck, zu früh ausgewichen. Ja, der Spezialangriff ist brutal. Das ist besser als alles, was ich bisher ausprobiert habe. Besser als die fette Keule auf Stufe 17, besser als... Ich muss dieses Schwert auf... Was ist es? Plus 20? Plus 25? Hochbringen, dann... Easy peasy lemon squeezy.
Aber sein Knüppel ist schon auch eine andere Nummer, ey. Ich finde es schade, dass ich hier keine Crits machen kann an der Stelle. Ach, come on, wie lange er braucht für diesen Hit. Wie lange er braucht, wenn er den macht. Ai. Eieieiei. Mies. Mies, 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 mies. Kann ihm aber wirklich nirgendwo einen kritischen geben an der Stelle, ne? Voll nervig. Ah, Mist. Oh, es hat noch gereicht. Nee, uncool. Boah, was ist das denn wieder, ey? Ah, Mist. Na bitte, geht doch. Oh, gut. Große Drachenkralle. Drachenklauenschild. Geil. Eine Gnade, perfekt, die habe ich gesucht. GG, Dankeschön. Dankeschön, Leute. Und jetzt will ich doch nochmal gucken, ob ich das Schwert nochmal aufleveln kann. Was ich nochmal dafür brauche jetzt. Ich glaube, ich brauche Schmiedestein 4 noch. Kann das sein? Oder habe ich jetzt leider die 5er weggehauen für diese Keule, die am Ende doch schlechter war, als ich gehofft hatte. Ich brauche 4er.
Okay, das ist was, das ist gut. Da kann ich auf jeden Fall noch ein Level rausholen für das Schwert. Weil Vierer kann ich kaufen. Nice, jetzt bräuchte ich halt die Fünfer. Jetzt bräuchte ich dann die Fünfer. Hauptstadtwall. Und ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall ein bisschen maximales Ausrüstungsgewicht mehr haben. Deswegen level ich das kurz und ich knall mir jetzt... Ah nee, das passt schon so. Okay. So, Leute. Wo geht's lang? Wo geht's hin? Was gibt's hier zu tun? Lasst ihr mich einfach rein oder muss ich wieder Leute verprügeln? Scheiße, okay, der... Oh, okay, da geht's in den Baum rein. Okay. Ziemlich cool, ja. Ich hab auch gerade irgendwie so... Bin so... Hey! My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement, and thus, okay. The accord is fulfilled. Wirklich? I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent, and the power to turn runes into strength. Ah, okay. Here, with you, I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Tschüss, Lady. Was ich noch gucken wollte, ich kann ja diese Duellfähigkeit leider nicht ändern, aber wenn ich hier... Das geht halt immer wieder zurück. Ich will auf jeden Fall bei der Duellfähigkeit bleiben. Und unter den YouTube-Kommentaren wurde halt gesagt, dass Isaac ein ganz cooles Ding sei. Aber ich will bei dem Duell bleiben. Und ich kann die Duellfähigkeit nicht mit Isaac ausrüsten. Oder verstärken oder mit Blutung oder sonst irgendwas, solange ich nicht die entsprechende Asche dafür habe. Also kann ich es einfach nicht tun. Das, was unter den Kommentaren gesagt wurde, was ich mal probieren soll. Das sieht krass aus. Der sah aus der Entfernung immer so
aus, als wäre das nur so ein durchscheinender Baum und nicht so ein festes Konstrukt, aber es ist tatsächlich ein gewachsener Baum. Ja, heftig, ey. Dachte, der wäre nur aus Licht, also es sah so aus, als würde der nur aus Licht bestehen. Hey! Ich kenne dich doch. Ready to make adjustments to your garments. Master, did you see it? Ja. The Erd Tree. Ja, habe ich gesehen. I don't really have the words for this, but I was so, so dazzled. I felt something stir in my breast. Dann würde ich zum Arzt gehen. Waiting for you, Master. I know it, I do. I feel it in my bones. Und du kannst ja nur irgendwie Gewänder anpassen. Was? Nee, was habe ich jetzt gemacht? Nee, noch nix. Geändert. Nee, der ändert... Hä? Das wird weniger? Verstehe ich nicht. Ah, die wird ein bisschen leichter. Der macht den... Ah, nach Anpassung ist es so, okay, ich kann da ein bisschen was dran ändern. Okay, er macht den Umhang weg und dadurch wird es leichter, hat aber weniger... Okay, ja, er kann ein bisschen was tun in dem Fall. Wow. Okay, warte mal. Schneemänner. Wir sind Schneemänner. Da ist ein... Das sieht aus wie ein riesiger Blitzspeer. Zeus war hier also auch am Start. Du willst mir auf keinen Fall was Gutes. Wer trötet hier oben? Was trötest du vor dich hin? Okay, da unten geht auch was. Da über die Mauer, da komme ich vielleicht von außen hin, vielleicht eher so, keine Ahnung. Fette Drache auch hier, der versteinerte ist. Er wird versteinert sein, denke ich. Krass. Was bist du? Was auch immer du bist, jetzt bist du nicht mehr. Und du? Ah, du bist so einer. Das sieht auch geil aus hier. Das ist ja mal cool. Das gefällt mir sehr gut hier. Sehr, sehr schön. Das ganze Zimmer hier ist geil. Wie das auch aussieht mit den Pflanzen hier. Das sieht teilweise so aus, als wäre es irgendwie reingewachsen, aber auch gewollt. Als wäre das hier Absicht. Als hätte das jemand so gepflanzt, dass es so wächst. Ich hätte auch gern so ein Zimmer. Ist irgendwas?
denke, hier ist so eine Nebenstraße. Hier wird es irgendeinen Loot geben. Oh, hi. Nee, ach komm. Ich habe mich gerade gewundert. Ich bin ja ein Depp, ne? Ich habe... ah, ist das doof. Ich habe dummerweise... vergessen, meine Amulette wieder anzulegen. Nee, ich habe die Amulette dran. Aber welches war das? Ah, das da. Den Sprungangriff benutze ich ja gar nicht. Hier, so will ich's haben. Ich will ja das. Und hier muss ich gegen Magie gefeit sein? Ja, ich denke mal. Ja, Jungs und Mädels. Ich lauf mal an euch vorbei, ne? Ey, nicht hauen. Miedestein 4, okay. Kann man machen. Ach lol. Hier ist einfach ein anderer Weg. Ist ja witzig. Den habe ich gar nicht gesehen. Cool. Frage mich gerade. Also ich kann hier auf jeden Fall runterhüpfen. Macht das Sinn, über die Dächer zu gehen? Statt über den Aufzug? Vielleicht komme ich irgendwo anders hin. Da gibt's bestimmt irgendwas. Ich erlöse dich. Ich erlöse dich. Wer bist du? Oh, wie viele Ecken es hier gibt. Parfümflasche. Eigentlich will ich ja, glaube ich, da hoch, ne? Entschuldigen Sie? Können Sie mir den Weg zeigen? Nein? Hm, blöd. Ach, Fluch. Die Reichweite mit seinem Großschwert. Mist. Oh, und wieder von da oben. Eieiei. Leyndell, königliche Hauptstadt.
Horn des Gesandten. Okay. Oh! Lol. Ah, hier. Ein Loot. Versteckt in der Ecke. Höhlenmoos. Tschüss, Kumpel. Warum seid ihr eigentlich alle so traurig hier? Weil nichts so läuft, wie ihr euch das vorstellt, oder wie? Was war jetzt da oben nochmal? Ich glaube nix, ne? Oder ging's da oben? Ne, warte, da oben ging's. Da oben liegt mein Loot, glaube ich. Ja, da oben liegt mein Loot. Oh, hier geht's auch nochmal höher. Entschuldigen Sie, wissen Sie den Weg zufällig? Nein, immer noch nicht. Das ist aber schade. Probe der Oberschicht. Kann ich mich mit der Robe hier verkleiden? Was ist das hier für eine Falle? Wer greift mich jetzt hier an, wenn ich den guten Loot nehme? Fluch des Saatbeets. Fluch des Saatbeets. Was ist ein Fluch des Saatbeets? Ist das hier irgendwas? Nee. Hier. Ein Schlüssel, ein Fluch, der auf einem vom Dungfresser geschändeten Körper gewachsen ist. Er verhindert damit, dass Seelen der Toten zum Erdenbaum zurückkehren, so dass sie für immer verflucht bleiben. Eine der schlimmsten Abscheulichkeiten, die es im ganzen Zwischenland gibt. Okay. Abgefahren. Ey, die da hinten könnte ich nach dem Weg fragen. Ich will da rauf. Wie komme ich wohl da rauf? Oh nein. Okay. Oh, noch einer. Hallo? Ist jemand da? Hallo? Ich bin vom Dach gefallen. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich bin und wo ich hin soll. Oh. Hi.
Hoppla. Nee, 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 nicht unten und cool. Ach man. 35.000 Seelen. Oh shit. Will ich nochmal da runterhüpfen? Ah, finde ich irgendwie einen schnelleren Weg dahin? Boah. Kumpel. Ganz ruhig bleiben. Hier ist eine Tür. Die ist zugeklebt. Eine zugeklebte Tür. Bin ich jetzt? Hallo? Ich bin schon wieder vom Dach gefallen und weiß nicht, wo ich bin. Ich habe meine Seelen wiedergefunden. Rein theoretisch. Ah nee, okay, nee, gar nicht. Gar nicht. Keine Ahnung. Du siehst gefährlich aus, Kumpel. Du siehst auch nicht so aus, als würdest du hier alleine stehen. Ohne Wachen um dich rum. Aber anscheinend schon. Echt jetzt? Ah, Fluch. Ah, Mist. Danke. Wichtig. Oh nee. Och. Boah, was ist denn hier los? Was ist in dieser Stadt los? Und ich durfte ihn von hinten nicht backstabben. Das war gemein. Ich habe mich extra so schön angeschlichen.
Nee, das sind die 35.000 Seelen futsch. Okay, dann brauche ich auch nicht mehr in die Ecke da runterlaufen. Sondern suche weiter den Weg zum Baum. Ich habe aber, habe ich überhaupt schon alle Runenteile, alle Dinger? Nee, eins fehlt noch. Mindestens eins. Weil hier war ja noch so ein, hier ist noch so ein Turm. Habe ich alle anderen? Ich glaube, alle anderen habe ich. Da war ich drin. Hier war ich drin. In dem war ich drin. Hier fehlt mir der Turm. Und da oben gibt's keinen. Okay. Also mir fehlt noch ein Endboss. Mindestens ein Endboss. Oder halt so ein großer Boss. Eine Great Rune gibt's noch im Haus Vulkan. Aha. Echt? Das heißt, ich muss dort tatsächlich doch nochmal hin. So ein Mist. Weil die großen Runen, das sind ja Teile des Rings, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich will ja den gesamten Ring haben, um dann... Achso, was springe ich denn hier jetzt eigentlich wieder runter? Ich wollte doch gar nicht hier runter. Wo will ich denn eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Hallo. Bin auf der Suche nach irgendeinem Fortschritt hier in diesem. Ach lol. Hä? Hier wird nicht Flöte gespielt. Miedestein 6. Jetzt bin ich wieder hier. In welche Richtung geht's weiter? Da hinten? Hier vielleicht? Sieht jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Oh, wow, 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 wow. Hey, Bäumchen da unten, chill mal. Okay, also hier ist auf jeden Fall ein bisschen was los. Sorry, Jungs. Aber ich will gar nichts von euch. Ich versuche mir gerade so ein bisschen einzuprägen, was es in der Stadt gibt. Und hoffentlich finde ich irgendwo noch eine Gnade, eine zusätzliche. Oh, scheiße. Hier nicht. Oh, nee. Heldenrune. Oh, das ist... Oh, hier ist ein Abgrund. Okay. Oh, Mann, ey. Ja, man wird von hier irgendwie, glaube ich, da hochkommen, so wie es aussieht. Es sieht ein bisschen so aus, als könnte man hier vielleicht über das nach oben kommen, in diesen Bereich. Puh, Leute, Leute, Leute. Ach, Haus Vulkan. Das heißt, ich muss jetzt erstmal da unten durch diese... Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Hier durch diesen Unsinn durch, ne?
Und hier komme ich ja jetzt relativ zügig, glaube ich, zu den zwei, die als Boss zählen. Müsste doch hier sein. Oder habe ich die besiegt? Habe ich die besiegt? Nee, die habe ich doch nicht besiegt. Oder? Nee, hier, ja. Okay. Oh Gott, ich hasse sie so sehr. Oh Gott, und sie sind halt zu zweit. Das ist so dumm. Nein! Es ist einfach so unfassbar dämlich. Einfach so. Ja, ich mache denen verdammt viel Schaden. Bin am Überlegen, ob ich mal die Keule nehme. Ob ich irgendwie mit der Keule vielleicht ein bisschen mehr. Also es dauert nicht lang, bis sie tot sind wahrscheinlich, aber es ist halt ein dummer Kampf. Es ist halt nicht cool. So, das war's eigentlich auch schon. Es ist jetzt insgesamt nicht so schlimm, aber es ist einfach nicht geil. Ach komm. Und dann hören die auch nicht auf. Ich hasse diese Gegner sowieso grundsätzlich. Die sind so. Hey, was ist das? Was ist das für ein Gegner? Die sind nicht cool. Aber sowas muss es auch geben, ne? Irgendwelche Steampunk-Roboter, die da durch die Gegend rennen in so einem Spiel. Was soll das? Wo sind wir hier? Ach so, ich wollte ja mal gucken, ob ich mit dem, mit meiner hochgelevelten Keule, das ist jetzt halt große Last, aber ob ich hiermit ein bisschen mehr mache, noch mehr. So ein Scheiß und dann stirbt man, weißt? Es ist so scheiße. Ah! Ah. Oh Mann. Und schon so gut wie tot. Also, und dann jetzt, also, ach, es ist einfach so ein Schmutz.
Ach ja, und dann hängt man auch in solchen Dingern drin, ne? Das... Ach, Hilfe. Spiel, lass mich doch einfach in Ruhe hier. Nein! Oh! Überlebe ich's? Oh, ich überleb's, immerhin. Okay, nice. Die eine ist tot. Sehr gut. Oh, oh Gott. Ach. Ja, ist ja gut. Bitte nicht killen. Danke. Nein! Oh, gut, 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 danke. Oh, die Randole des Inquisitors. Okay. Ja, GG easy. Ja, es ist nicht so schwer, aber es ist halt auch nicht so cool. So, wo komme ich jetzt hier raus eigentlich? Nee. Das bringt mir ja gar nichts. Ich dachte, ich komme irgendwo hier raus. Wow. Im Haus Vulkan. Muss ich sie und ihren Schmelztiegelritter verprügeln? Es freut mich, euch auf unserer Seite zu wissen. Okay. Wer bist du? Someone please kill him. That horrendous serpent. Praetor Rykard. Rykard. You're tarnished. Ja. Here to put the demigods to the sword. Then ja. Please kill the great serpent. Okay. The one that devoured Praetor Rykard. Okay. The serpent slaying spear in the Lord's chamber. Ja. Worthy tarnished. Brandish the spear and run him through. Okay. The great serpent. That unspeakable monstrosity. Praetor Rykard's ambitions, though blasphemous, marked him a worthy sovereign, but they were reduced to gluttonous depravity once he gave himself to the serpent. Whatever that thing is, it is no longer Praetor Rykard. Someone must kill him. Okay. Ja. And his ambitions. Further dishonor. Ja. Okay. Worthy tarnished. Okay. Oh, ist mir egal. Wo ist das Gemach? Tür ist blockiert. Oh, hi! Habe ich nicht irgendwo einfach so ein Lichtding gehabt?
Irgendein Horn. Was ist das hier? Was? Warum? Irgendwelche dämlichen Schnecken. Ach, guck mal an. Und jetzt darf ich die Tür nicht aufmachen? Schade. Muss ich den ganzen Weg jetzt zurücklatschen oder was? Das ist ja doof. Habe ich irgendwas, um Gift zu heilen? Nee. Glaube nicht. Keine Ahnung. Oh, hier geht's runter. Was bist du? Ach, du bist so einer. Ja. Ah, vergiftet, blutend, ja. Im Dunkeln. Das geht von einem ins andere, ey, ne? Ich fange an, dieses Spiel nicht mehr zu mögen. Oh. Ich habe ja Heilungsdinger dabei. Heilungszauber und Giftgedöns. War ich jetzt hier richtig oder ist das einfach random Zufall gewesen? Weil der Chat jetzt hier gerade schreibt, Illusionswand bei einem schrägen Bild. Achso, Moment, jetzt will ich erstmal ganz kurz... Sepp, ist das die richtige Wand gewesen, die ich hier zufällig entdeckt habe? Jetzt bin ich natürlich wieder schwer, ne? Jo, ist richtig. Okay. Na gut, dankeschön. Dann wird's wohl hier runtergehen. Bitte. Wahrscheinlich hätte ich den auch einfach sein lassen können, weil der hier eh beschäftigt war. Eine Gnade. Ach, guck mal, ich hätte einfach mal vorbeirennen sollen.
ich denn jetzt? Ah, da unten bin ich mal rausgekommen. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Okay, jetzt, das ist hier wieder so Schloss erforschen und, ja, Weg finden. Hier schalte ich eine Abkürzung frei, sobald ich da drüben bin. Da oben steht wieder so eine hässliche, eiserne Jungfrau. Was bist du denn? Teleskopwurm. Ein Teleskopwurm. Schlangen. Menschen. Schild. Oh nee, das ist... Kann ich dieses Licht auch wieder ausmachen, bitte? Geht's wieder aus, wenn ich dieselbe Taste drück? Nee, jetzt habe ich es wahrscheinlich nochmal aktiviert. Scheiße. Ah. Was tut sich hier? Was tut hier? Was tut hier? Was tut hier? Aha. Sowas. Okay. Ups, das war der falsche Trank. Nein! Wow. Oh weh. Na gut. Diese eisernen Jungfrauen, ne? Weiß nicht, ist kein cooles Gebiet hier. Vulkanstein. So liegt mein Loot jetzt wahrscheinlich hier oben. 17.000 Seelen würde ich schon gerne mitnehmen. Ich hoffe, er liegt irgendwo hier oben. Wo bin ich runtergefallen? Hier, ne? Nee. Hä, wo bin ich denn runtergefallen? Ah, hier liegt mein Loot. Okay. Glaube ich, gehe über die Hausdächer und schaue mich mal um. Vielleicht bin ich da besser dran. Schade, dass ich gerade so keinen Kill mache bei denen, an denen. Da ist eine Tür mit so einem Steinschwert-Dingens. Ich bin eher auf der Suche nach einer Gnade. Aber es ist ganz geil, dass ich hier runterkomme, ganz easy über die Dächer jetzt. Dass ich nicht den normalen Weg gehen muss. Was denn mit dir? Wo kommt ihr denn auf einmal her? Von wo? Wer bewirft mich hier mit Sachen? Hey! Könnten Sie bitte aufhören?
unfreundlich. Oh, ich hab's überlebt. LOL. Nein, scheiße. Ah, jetzt war der schon fast tot, ne? Ich hab den quasi instant gekillt, mehr oder weniger. Oh, schade, schade. Dämlicher Metzger. Ärgerlich. Es ist sowieso alles tausendmal tödlicher geworden, seitdem ich hier bin. Hey, da sind sie ja. Guten Tag. What the fuck? Was ist hier los? Was ist hier los, Mann? Da müssen doch nicht drei Leute auf mich prügeln. Es reicht vier. Vier Leute kommen. Wo kommen die überhaupt her? Ich bin doch vom Dach gefallen. Da hüpft doch keiner hinterher, oder was? Glaskanone, ja, absolut. Die Runen sind weg, ja. Richtig, deswegen ist es mir jetzt auch sowieso egal. Ich wollte ja an die Runen kommen, aber das Spiel hat Nein gesagt. Wo geht's denn hier überhaupt weiter? Ich muss in irgendein Gemach von irgendeinem Boy, um einen Speer zu holen, mit dem ich dann eine Schlange killen kann. Was? Ja, schmeiß mich runter, alles gut. Ja, die Schlange hüpft tatsächlich hinterher. Ich glaub's ja nicht. Die hüpft einfach vom Dach. Und du bewirft mich nicht mit Zeug. Ach, und von oben kommt die. Von oben kommt auch noch die Jungfer runter. Also Schlange. Das war dafür, dass dein Bruder mich gekillt hat. Siegel des Erdenbaums. Wait, what? Das stand als Waffe drin, nicht Herstellung. Wieso stand das da als Waffe? Da. Heiliges Siegel, Schlag. Obwohl der Eldenring zertrümmert wurde und der Erdenbaum seinen einstigen Glanz verlor, birgt der aufrichtige Glaube noch immer alle Antworten. Das ist quasi, um Glaubenszauber zu wirken, ne? Ja, Kumpel, was ist? Oh, du hüpfst hoch. Cool. Nee, nicht giften. Warum muss da jetzt einer kommen und mich bewerfen mit Scheiß? Warum muss es da jetzt noch irgendwelche Giftboys geben? Weinerei. Vigor. Was zum Geier ist Vigor?
Angriffsattribut für mehr AP ist zwischen 30 und 40 extrem gut. Ich bin doch schon lange über Level 40, oder? Ich bin 63. Ach so, du meinst, Kraft 30. Also sollte ich jetzt nur ein bisschen mehr... Zehn Punkte mehr in Kraft macht viel aus. Ja, das ist natürlich geil. Ja, okay. Werde ich mir zu Herzen nehmen und ein bisschen mehr Lebensskillen jetzt. Weil Schaden mache ich wirklich genug. Och nee. Ich hätte vorher reingucken sollen. Beziehungsweise scheint es ihr einfach egal zu sein. Nein! Ach man, ihr blöden Affen mit eurem Gift. Ah, warte mal. Habe ich nicht... Ich habe doch Giftheilung gelernt. Die ich nicht benutzen kann, weil... Irgendwas. Ich glaube, da brauche ich was anderes für, ne? Da muss ich dann... sowas ausrüsten. Stimmt das? Ja. Purpur-Bernstein-Medaillon plus 1. Geil. Ja, von dir will ich nix. Tschüss. Sich von dieser Seite nicht öffnen. Ach, ihr wollt mich doch. Ist wahrscheinlich eine dumme Idee, zu versuchen, darüber zu hüpfen, wa? Wo geht's hier weiter? Oh, da oben geht's lang. Okay. Muss ich hier jedes Mal von diesem Leuchtfeuer aus starten? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe bestimmt eins verpasst irgendwo. Ich habe bestimmt irgendwo ein Leuchtfeuer verpasst. Hallo. Okay. Weiß nicht, ob es hier weitergeht, aber... Ich denke. Ey!
wieder so dunkel. Okay. Ja, geht erstmal klar. Ja, geht auch klar. Geht erstmal alles klar hier, würde ich sagen. Und die Tür lässt sich von dieser Seite nicht öffnen, oder was? Doch, die geht auf. Aber hä? Wo komme ich denn jetzt da unten lang? Will ich doch gar nicht hin. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, wo ich hin will, ehrlich gesagt. Aber darüber doch nicht. Ich suche das Schlafgemach von irgendeinem Boy. Weil da ein Speer drin ist, mit dem ich eine Schlange killen kann. Kann mir... Hallo? Jetzt sind alle tot, ne? Keiner mehr da, den ich fragen könnte. Haben Sie noch was zu melden? Nee. Auch nicht mehr. Nun. Jetzt bin ich doch hier unten. Hier unten war ich doch schon mit... okay, die gehen mit zwei Hits drauf mittlerweile. Das ist natürlich ganz geil. Ich wollte die nicht angreifen, weil ich dachte, ich muss da ewig drauf prügeln. Das letzte Mal, als ich hier war, musste ich die 100 Mal hauen, damit die sterben. Und jetzt sitzt da oben wieder so ein Giftiger, ne? Du bist ein Saftsack mit deinen komischen Dingern, die du da wirfst. Irgendwelche so Lava-Schnecken hier. Okay. Also grundsätzlich denke ich, ich will wieder nach oben. Irgendwie. Aua! Hören Sie bitte auf! Was ist das? Fährst du mich rauf oder runter? Oh Gott. Also der geht wohl nach unten. Nicht in den Tod. So sieht es jedenfalls aus. Und der geht vielleicht nach oben. Okay.
gut, erstmal, denke ich. Ich glaube, hier mache ich die Abkürzung. Hi. So einen von deiner Sorte habe ich doch schon mal verprügelt. Einen von deiner Sorte habe ich schon mal verprügelt. Sehr gut. Ach, endlich habe ich hier irgendwie mal einen Fortschritt. Okay. Ja, davon bin ich ausgegangen tatsächlich. Ja, da hängen auch ein paar Käfige drunter. Ihr seid schon alle ganz schön makaber hier. Und die Brücke ist heiß. Das ist geil. Und kühlt jetzt ab hier oben. Okay, das ist geil. Das ist ja mal der Hammer. Ist sie noch heiß oder kann ich schon drauf? Geil. Da hinten ist eine Boss-Tür. Jetzt habe ich aber noch keinen Speer gefunden. Ich gucke mir das mal an, aber ich habe das dumpfe Gefühl. Adliger Götterskalpe. Aha. Dem mache ich aber nicht so viel Schaden, wie ich gerne machen würde. Uff. Wow. Ja, das ist schon ein bisschen ein härterer Boss jetzt. Wie viele Seelen hatte ich? Hätte ich leveln können? Wahrscheinlich hätte ich leveln können. Scheiße. Es wird härter und härter mit diesen Bossen. Da hinten ist halt nochmal eine Tür, ne? Ah ja, die Homing Missile. Ach, wie ich sie liebe und vermisst habe. Es ist kein ganzes Level. 18.400 Seelen. Das geht schon klar. Heute ist auch wieder so ein Tag, ne? Weiß ich nicht. Heute ist vielleicht auch kein... Ist vielleicht auch einfach nicht mein Tag, vielleicht? Hm. Auch gestern schon nicht. Gut, aber gestern hat mich Dark Souls halt wirklich geärgert. Und es wird mich auch wieder ärgern. Aber erst nächste Woche. Okay. Okay. Okay.
Es könnte gut sein, dass ich eine Souls-like Soulspawn-Pause brauche. Könnte sehr gut sein. Dass einfach 3,5, 4 Monate, nee, mehr sogar, fast ein halbes Jahr Souls-likes durchballern, jeden Tag, fast jeden Tag, jede Woche. Jede Woche viele Stunden Souls-likes spielen, einfach irgendwann zu viel ist, ne? Gut möglich. Ich sollte eine Woche Pause einlegen. Und nochmal und dann wieder zurückkommen. Eigentlich wäre es cool, wenn ich Dark Souls 3 abschließen würde, bevor ich das mache. Na, zu früh gesoffen. Naja, egal. Was machst du jetzt? Wow! Was ist das? Jawohl! Hör mal auf jetzt, es reicht! Ey, nee! Oh Gott, macht der Schaden! Warum machen die alle so viel Schaden, dass die mich mit einer Attacke bei 2/3 Leben killen? Das kann doch nicht wahr sein. Was soll ich denn? Habe ich echt zu wenig Leben gelevelt? Schande, ey. Jupp heißt's da. Okay. Scheiße. Oh Mann, ey. Ja, dann, was wir machen könnten und was eigentlich auch gar keine so schlechte Idee ist. Die Bosse in den Anfangsgebieten, die noch offen sind, mal angehen. Weil das ist... Dass der mich halt mit einem Hit killt, wenn ich noch fast volles Leben habe, ist einfach schon echt übel. Dann sollten wir vielleicht einfach mal eine Map raussuchen, auf der die Bosse im Anfangsgebiet markiert sind. Und dann mache ich das. Ja, ein halbes Jahr ständig neue Sachen kennengelernt in Souls-likes, ja. Das stimmt. Ach, shit. Ah!
jetzt passiert wieder wilder Scheiß, ne? Scheiße, ey, das ist... voll mies. Vor allem kann ich hier nicht ausweichen. Boah. Was ist das? Ja, und jetzt macht er was? Nee, ach, jetzt kein Rhythmus. Ey, ich weich doch schon aus. Ich weich doch aus. Oh Mann. Ich bin doch ausgewichen und war sogar neben diesem ganzen Ding irgendwie, aber anscheinend doch nicht und keine Ahnung, wie, in welche Richtung? Nach rechts oder nach links, wenn er so auf einen zurollt? Och, keine Ahnung, ey. Na gut. In welche Richtung muss ich hier ausweichen? Ich weiß es nicht. Lol. Oh Gott, ich bin nicht mehr im Fokus. Jawohl, nice. Oh, ich durfte halt einfach nicht getroffen werden, ne? Dann war es auf einmal easy peasy. Danke, danke, danke fürs GG. Ja, ich denke, ich werde tatsächlich irgendwie eine Pause machen. Ich brauche, glaube ich, wirklich eine Souls-Pause, weil mich das viel zu schnell triggert und aufregt und dann beschwere ich mich nur und habe keinen Spaß und das ist es halt auch nicht. Das ist es halt auch nicht, ne? Aber trotzdem gucken wir. Ach nee, das war der Ausgang von der ganzen Nummer. Warte, habe ich jetzt von dem den Speer bekommen? Von dem die Rede war. Nee, oder? Oder meint er das? Nee. Was habe ich denn von dem gerade gekriegt? Ich dachte, das war ein Speer. War es gar kein Speer. Hm. Schlüssel? Habe ich von dem einen Schlüssel bekommen? Nee. Das hier, erhabene Präsenz.
Habt ihr gerade auf dem Schirm, was ich von dem bekommen habe? Ich weiß es nicht. Aber ich will wissen, wo es hier hingeht. Gerät bewegt sich nicht. Echt jetzt? Was habe ich denn hier dann? Wie komme ich denn dann an diesen Gegner hier ran? Hä? Das, der war ein... Hä? Wäre das ein anderer Zugang gewesen zu dem? Und wo geht's weiter? Ah, da vorne. Da ist ein Hebel. Ah, guck mal. Incantation. Incantation. Und das wäre zu Deutsch. Eine Herbeirufung. Nee. Ein Glaubenszauber. Wo sehe ich jetzt, was hier welche Glaubenszauber sind? Das ist, glaube ich, nur Magmaschuss. Nee, das war doch kein Zauber. Also den habe ich bekommen. Erhabene Präsenz. Das habe ich bekommen. Das, ja, aber... Du bist bei Magie, lol. Ach, wisst ihr was? Egal. Wird schon schief gehen. Ich werde es nicht brauchen. Hoffentlich. Wo ist dein verdammtes Zimmer mit diesem Speer, den ich brauche, um eine Schlange zu töten? Und wo ist die Schlange? Ey, Miko, vielen Dank fürs Versuchen, das zu finden mit mir. Aber ich scheine dafür irgendwie ein bisschen zu dämlich zu sein. Das zu verstehen. Ich habe auch in keinem einzigen Souls-Game diese ganzen Zauber irgendwie verstanden. Leute, jetzt bin ich einmal außen rum gerannt. Hä? Irgend so ein Schmutzloot oder was? Für eine Rune. Okay, wow. Hier geht's wohl weiter. Danke, Sepp. Vielleicht geht's hier weiter, wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es bestimmt.
Gut. Divinity Original Sin, das habe ich, das Spiel. Aber ich habe es nie gespielt. Ach komm, nee, kein Bock auf euch. Schlimmste Gegner, wirklich. Mit schlimmste Gegner. Kämpfe ich lieber gegen 100 Schlangen. Wow. Ja. Und tot. Ach ja. Ah, Leute auf YouTube, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Vielleicht gibt es irgendwann auf YouTube tatsächlich mal einfach weniger Videos, weil ich ein Päuschen von Souls Games brauche, aber dann ist es halt so. Ich habe das Gefühl, ich muss da wirklich mal ein Päuschen einlegen. Also, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.